100, 1000, 1000, 2000, 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8000, 9000, 2000, 2000, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3000, 3000. Tatütata, die Feuerwehr ist da, oder besser gesagt, wir sind heute zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Thomas, denn da treten 28 Jungfeuerwehrmitglieder zur goldenen Prüfung an. Ja, und wir werden uns natürlich mit Ihnen, mit Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Ablinger und Bezirksjugendbetreuer Raimund Stöger, diese Stationen ansehen. Ja, Herbert, die Feuerwehr, die hat ein ganzes Jahr über immer viel zu tun. Mhm. Eine der wichtigsten Hauptaufgaben ist es, bei Gefahr in Verzug zur Stelle zu sein. Leider ist es aber schon für viele Leute selbstverständlich geworden, die Feuerwehr wegen Kleinigkeiten zu rufen. Welche Ratschläge oder Tipps kann man denn da der Bevölkerung mitgeben? Ja, das ist richtig. Wir sind bei Notfällen zur Stelle, wenn Personen eingeklemmt sind, wenn Häuser oder Wohnungen brennen. Wir haben im Durchschnitt ungefähr 6 Einsätze pro Tag und wir müssen feststellen, dass immer wieder mehr wegen Kleinigkeiten bei uns den Notruf drücken. Ob ein Ast auf der Straße liegt oder ob 3 cm Wasser im Keller stehen oder die Dachrinne in Ausputz gehört. Also wir haben schon ein buntes Spektrum gehabt und das wollen wir damit auch vermeiden. Daher bitte gut zu überlegen, wann drücke ich die Notruftaste 122. Ja, hinter uns die Station, was tut sich denn da genau? Ja, da ist eine Station, wo Gerätschaften für Brand und technische Einsätze auflegen und die Jugendlichen müssen die Gerätschaften erkennen und für die Verwendung her zuteilen können. Ja, wir schauen natürlich weiter zur nächsten Station. Und jetzt gönne ich mir was richtig Gutes. Zu 100% von ausgewählten Bauern aus Österreich. 100% gentechnikfrei aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ein Semmel mit Gourmet-Fein-Leberkäse, bitte. Bei Gourmet-Fein steht auf jeder Verpackung drauf, woher das Fleisch kommt. Und der echte Naturkrusten-Leberkäse, der wird nur nach traditionellem Handwerk hergestellt. Gourmet-Fein, auch für mich der beste Leberkäse Österreichs. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. '35 Jahre Erfolgsgeschichte Stritzinger Import und Export GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Gaspolshofen nahm das zum Anlass, um innezuhalten und Danke zu sagen. Vor allem das Jahr 2017 war ein Meilenstein in der Geschichte des Familienbetriebs. Meine Schwester hat einen Großauftrag heimgebracht von der BLMA in Amsterdam. Und einen Auftrag für einen Export in 21 Länder. Wir haben einen Auftrag gekriegt, haben wir gesehen, wir können nur 10% produzieren. Wir haben dazu gebaut und sind im Prinzip nach knapp 6 Monaten eigentlich auch in Produktion gegangen. Wir haben ein Team gehabt. Also ich war sprachlos, die sind zur Höchstform aufgelaufen. Für dieses Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz wurde Ingrid Schöppel-Stritzinger die Wirtschaftsmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich verliehen. Jeder, der die Ingrid kennt, weiß, die Ingrid ist eine Powerfrau. Wenn sie die für irgendwas einsetzt, dann läuft die Sache. Und vor allen Dingen freue ich mich deswegen, weil die Firma Stritzinger nachweislich auch eine der Säulen der Wirtschaft in Gaspolshofen ist. Ich bin sehr stolz, ja, also sie überrascht mich auch immer wieder. Vor allem, wenn man jetzt zurückblickt, einfach die letzten 6 Monate hat sie ein Studium gemacht und einen Produktionsausbau geleistet, der wirklich seinesgleichen sucht. Also man könnte wirklich nicht stolzer auf mich sein, ja. Und vor allem auch als Frau ist man sehr, sehr stolz und die Dynamik, die sie dahinter hat, und das ist schön zu beobachten und inspiriert sehr. 35 Jahre sind Grund genug, um die vergangene Zeit einmal Revue passieren zu lassen.
Stritzinger hat sich eigentlich zu einem Leitbetrieb entwickelt. Unglaublich, was da in den letzten 35 Jahren geschehen ist. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte mit viel Mut, Engagement. Es war ein Landwirtschaftsbetrieb und plötzlich hat es geheißen, ich komme aus der Nachbargemeinde, es beginnt mit Pommesproduktion und viele haben sich gefreut. Es war in dieser Form noch nicht vorhanden und sind direkt hergefahren und haben sich hier die Pommes geholt und das hat auch zu einer sehr positiven Stimmung für die Firma Stritzinger beigetragen. Ich habe die erste Fuhr ausgeführt, noch die erste Pommes fuhr. Da war der Schwiegervater und meine Frau daneben, weiß ich, es ist noch viel gegangen. Dann am Dauerndondellauf, da geht es aber stärker nach Anstieg, dann ist der Motor heiß geworden. Heiß waren an diesem Abend nur die berühmten Schnitzel vom Stritzinger. Und das ist auch gut so, denn... Die schmecken hervorragend. Also probieren, ich kann sie nur empfehlen und ich glaube, wir werden sie heute noch kosten. Bis zu einem halben Liter schwitzen wir pro Nacht. Eine große Herausforderung, nicht nur für die Bettwäsche, sondern auch für Zudecken, Polster und letztlich auch Matratzenbezüge. Für ein sauberes und frisches Gefühl sorgt der Bettenprofi Ammerer mit seinem Bettenreinigungsservice. Wir werden oft gefragt, wie oft soll man seine Tuchen, seine Zudecken daheim waschen. Das kommt ganz darauf an, wie stark ich schwitze, wie oft ich es benutze, was ich für ein Schläfer bin. Empfehlung ist zumindest alle 2 Jahre. Die Allergiker öfter, aber die wissen das eh. Und ich habe natürlich oft das Problem, dass ich so einen großen Tuch nicht in eine normale 8 Kilo Haushaltswaschmaschine reinkriege. Und wir haben jetzt eine große 25 Kilo Waschmaschine und mit der kann ich das Problem wirklich super lösen. Innerhalb von nur wenigen Stunden werden die Betten gereinigt und dabei hat Hygiene oberste Priorität. Wir waschen nur kommissionsweise, also wir mischen das nicht durcheinander, sondern wir waschen jede Kommission einzeln durch. In der 25 Kilo Waschmaschine, da ist nur eine Lauge dabei, also keine sonstige Chemie. Wir haben einen Trockner gescheit großen, damit es wirklich schön wieder groß aufgeht, das Ganze. Wir haben ein UV-Licht dabei, damit da wirklich alle Keime abgetötet sind und dann kommt es einfach wieder nickelnagelneu raus. Hochwertige Daunendecken und Polster gehören aber trotz Wäsche in regelmäßigen Abständen rund erneuert. Da schneiden wir den Tuchend auf, holen die Federn raus, dann das komplett durchreinigen. Mit 100 Grad wird das gescheit gedämpft, dass es wirklich sauber ist. Wir füllen es in ein neues Inlet ein und dann haben wir ein komplett neues Bett. Das zahlt sich bei Winterbetten super aus, dann werden die auch wirklich das ganze Leben lang gehalten. Und bei Sommerbetten ist es oft gescheiter, dass man es in die Waschmaschine tut. Es muss also nicht immer gleich etwas Neues angeschafft werden. Auch Altbewährtes fühlt sich nach der Bettenreinigung bei Ammerer wieder wie neu an. Und jetzt erfrischend günstig, nützen Sie die Bettenreinigungsaktion in allen Ammerer-Filialen in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg, Everding und in Mattighofen. Ja, wir sind nun bei der nächsten Station. Was müssen denn die Jugendlichen da machen? Ja, da geht es um die Einsatzabsicherung, damit die Einsatzstelle abgesichert wird, da die Einsatzkräfte in Sicherheit sind. Ja, an die 10.000 Jugendliche sind ja bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberösterreich tätig. Eine wirklich beachtliche Zahl. Und diese Jugendlichen, die treffen sich ja einmal im Jahr beim Jugendlager. Wann findet denn das statt? Genau, das Jugendlager, das 6-Bezirke-Jugendlager findet heuer vom 18. bis 24. Juli in Beuerbach und Stegen statt. Wir werden dort eine große Zeltstadt aufschlagen mit 170 Zelte. Es werden in Summe ca. 2.700 Jugendliche mit ihren Betreuern erwartet, wo wir ihnen ein Rahmen- und Freizeitangebot anbieten. Also das Jugendlager im Juli. Ja, und wir schauen natürlich für Sie dann weiter zur nächsten Station. Die Querdenkerinnen sind individuell und vielseitig. Sie haben alte Strukturen gebrochen, um neue Schritte zu setzen. Und als Teil der ÖVP-Frauen fordern sie gemeinsames Umdenken. Themen sind bei uns im Allgemeinen Themen, die die Frauen im Bezirk bewegen. Sei es eben das Bildungsthema im Sinne von nicht nur Bildung in Schulen, sondern auch Ausbildung, Lehre, Mädchen in die Technik. Also alle diese Themen wollen wir bespielen und haben da auch schon einige Ideen. Die Querdenkerinnen sind regional verwurzelt, doch sie wollen überregional viel bewirken. Die Politik muss alle Gruppen der Gesellschaft abbilden, ältere wie jüngere, Leute von der Stadt genauso wie Menschen vom Land und natürlich Frauen genauso wie Männer. Viele der
Ideen, die da umgesetzt werden, sind auch Ideen, an denen wir im Bund arbeiten. Von der Mindestsicherung bis zu Maßnahmen der Standortentwicklung, da ziehen wir an einem Strang. Das Ziel ist, von jeder Gemeinde aus dem Bezirk Christkirchen eine Frau dabei haben zu wollen, um andere Frauen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Also ich finde es genial, diese Idee, dass man quer über alle Bünde, quer über alle Aufgabenbereiche, die Frauen in dieser Gesellschaft übernehmen, dass man hier ein Netzwerk gebildet hat. Was natürlich ganz entscheidend ist, dass man immer an einem Thema daran arbeitet, dass man ein Ziel hat für das Netzwerk und dass es viele gibt, die mit Begeisterung mitmachen. Jeder Unternehmer schafft es nur, in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, wenn er querdenkt, wenn er Visionen lebt. Und das ist ja genau bei den Querdenkerinnen der Fall. Die Wirtschaft wird das in Zukunft stark unterstützen. Denn Querdenken kann neue Chancen bringen. Ich glaube, dass es ganz dringend notwendig ist, dass man viel mehr weibliche Vorbilder auch in der Politik braucht, die sich dem stellen, die Vorbildwirkung haben können. Wir Frauen wollen uns vernetzen. Wir wollen uns gegenseitig fördern und fordern, wir wollen uns stärken, wir wollen Themen bespielen, wir wollen gehört werden. Ich glaube, es geht letztlich auch um uns Männer, weil es um Dinge geht, die man in der Gesellschaft gemeinsam verändern möchte, über Grenzen hinweg. Und daher ist eine tolle Sache, die man nur unterstützen kann und ich freue mich auf viele Aktivitäten. Die nächste Veranstaltung der Querdenkerinnen wird in Beuerbach die Buchpräsentation von Dr. Benita Ferrero-Waldner sein. Anschließend wird der Wirtschaftsbund, die ÖVP Beuerbach und Frau in der Wirtschaft interessante Themen mit einer sehr erfahrenen Politikerin diskutieren. Machen wir Oberösterreich zu einem Land der Möglichkeiten, wo jede und jeder Chancen hat und sie nützen kann. Es liegt an uns. Neue Zeiten, neue Möglichkeiten. Der Landeshauptmann. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt am Cover Ruskaya-Geigerin Mia Nova. Frühlingsgefühle, Männer suchen aktiv, Frauen warten und Anzüge feiern ihr Comeback. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Die Sparkasse Oberösterreich überzeugt mit Stabilität und Sicherheit beim Jahresabschluss 2018. Sie bleiben die Brückenbauer, Nahversorger und Impulsgeber. Wir haben ein gutes Jahr hinter uns. Wir haben erfreuliche Zuwächse im Kundengeschäft, bei den Kundenkrediten, bei den Kundeneinlagen und haben insgesamt auf sehr gutem Niveau ein Gesamtergebnis erzielt. Zuwächse gab es auch bei den Mitarbeitern, so betreuen auf 162 Standorten 1713 Mitarbeiter 416.000 Kunden in allen Bereichen. Im Langzeitbereich haben wir sehr stabile Nachfragelage. Wir haben 450 Millionen Euro finanziert, also rund 5.000 Wohnträume finanziert im Jahr 2018. Das ist fast auf der gleichen Höhe wie im Jahr 2017 und auch die ersten beiden Monate im aktuellen Jahr 2019 deuten darauf hin, dass auch das Jahr 2019 eine ähnliche Höhe in der Gesamtfinanzierung bei den Wohnbaukrediten bringen wird wie in den Vorjahren. Neben 12.000 Konsumkredite wurden 700 Jungunternehmer in der Umsetzung ihrer Vorhaben unterstützt und 1,4 Milliarden neue Finanzierungen für Mittel- und Großbetriebe haben das Jahr 2018 ausgezeichnet. Was wir aber merken, ist, dass die Laufzeit der Kredite auch immer kürzer wird, weil die Kunden sehr viel aus ihrem eigenen Cashflow hier bedienen können, deswegen auch nur kürzere Kredite nehmen. Das heißt, wir haben jährlich eigentlich mehr an Volumen umzusetzen, um überhaupt einmal auf dem gleichen Stand zu bleiben. Trotz alledem ist uns ein Wachstum von 2,3% gelungen. Die Digitalisierung ist ein sowohl als auch. Der Kunde erwartet, dass er eine Filiale vor Ort hat oder dass er digital seine Bankgeschäfte erledigen kann. Wir haben im letzten Jahr schon gesehen, dass mittlerweile 10% aller Privatkredite im Konsumentenbereich digital sind. Die ersten Wochen des Jahres 2019 haben eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt. Die Wirtschaft befindet sich in sehr guter Verfassung. Es gehen zwar die Wachstumsraten zurück, aber insgesamt ist Oberösterreich mit Umfeld gut in Schuss. Obwohl die Ertragslage von 84 Millionen auf 82 Millionen gesunken ist, ist die Sparkasse Oberösterreich mit der Jahresbilanz 2018 zufrieden.
Erstes Frau Wassermarsch. Mit Beginn eines neuen Jahres blickt man auch gerne zurück auf die vergangenen 12 Monate. Was hat sich denn da so im Jahr 2018 im Bezirk Christkirchen getan? Ja, es ist gesamt gesehen bei den 68 Feuerwehren eine freiwillige Arbeit von 500.000 Stunden geleistet worden. Ich kann dir das so schildern, es ist ein schwimmender Eisberg und von diesem schwimmenden Eisberg schauen 10% aus dem Wasser außer. Das sind diese Tätigkeiten, wo uns auch die Bevölkerung wahrnimmt, wo wir im Fernsehen sind, wo wir in den Medien sind, wo wir mit Blaulicht ausrücken, wo die Sirene heult, sind die 10%, die uns die Leute wahrnehmen. Alles, was damit Feuerwehr funktioniert, bedarf es aber diese 90%, die unterm Wasser sind, damit die Ausbildung funktioniert, damit der Übungsbetrieb funktioniert, die Schulungen, aber auch Kameradschaftspflege, die Jugendarbeit. Das ist eine riesige Maschinerie, die unterm Wasser eigentlich schwimmt und die wir eigentlich dahingehend der Bevölkerung noch näher bringen müssen. Ja, wir blicken natürlich auch auf die nächste Station. Was machen die Jugendlichen hier? Bei einer Station geht es darum, einen Löschangriff durchzuführen und bei der zweiten die Druckleitung aufzuziehen in einer Stockwerte. Löschleitung zum Hochziehen vorbereiten. Fertig. Ja, und wir schauen jetzt zur Brandeinsatzübung 3. Was das ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. And the Haus Ruckviertler goes to? So hieß es auch heuer wieder bei der Verleihung des Wirtschaftspreises Haus Ruckviertler, der verborgene Champions der heimischen Wirtschaft auf die mediale Bühne holt. Wir haben gesagt, wir wollen einen Wirtschaftspreis machen für die Region, für die Unternehmen, die vor Ort tätig sind, die Mitarbeitern interessante Arbeitsplätze bieten, Wertschöpfung in der Region schaffen. Und genau deswegen haben wir uns entschieden, den Haus Ruckviertler durchzuführen. Der Clou dabei, es stehen ausschließlich Klein- und Mittelbetriebe im Fokus. Innovative und engagierte Betriebe aus dem Haus Ruckviertel. Wo man sagt, wir schauen uns an, was ihr alles könnt und dabei herauskommt, dass man ungemein vieles nicht weiß, was unsere Firmen hier alles leisten. Es ist faszinierend, was es hier alles gibt an Produkten, an innovativen Wertschöpfungen. Und dabei sind es die Unternehmer der Zukunft, die großen Unternehmen auch der Zukunft. Und es ist eine Freude, wenn auch die kleineren einmal gefeiert werden. Fürs Unternehmen ist es immer ein Renommee, wenn man einen Preis vorzeigen kann. Momentan ist das große Thema die Mitarbeiter. Und auch da ist es natürlich wichtig, wenn man bekannt wird, wenn man wahrgenommen wird und die Mitarbeiter oder die potenziellen Mitarbeiter auf einen aufmerksam werden. Ja. Über 100 Kandidaten haben sich beworben. Die Jury musste in den Kategorien 0 bis 9 Mitarbeiter, 10 bis 49 Mitarbeiter, 50 bis 249 Mitarbeiter und der Sonderpreiskategorie Vorzeigelehrbetrieb die Preisträger herausfiltern. Keine so leichte Aufgabe. Fast ein Viertel der Betriebe hätten sie es mit Sicherheit verdient gehabt. Und das sind oft Nuancen, die da entscheiden. Also nicht traurig sein, all jene, die es nicht ganz geschafft haben. Es ist wirklich sehr schwierig, weil es einfach so viele gibt, die den Preis verdienen würden. Irgendwo muss man sich dann einigen und einer gewinnt halt. Ja, wir sind besonders stolz, weil wir uns wirklich auf die Fahnen geheftet haben, dass wir Lehrlinge immer gut ausbilden und dass das Fundament für unser Unternehmen ist. Und es ist einfach eine Auszeichnung, nicht nur fürs Unternehmen und für den Unternehmer, sondern allem voran für die Mitarbeiter, weil die sind die, die das Unternehmen entsprechend ausmachen. Hochachtung allen und herzlichen Glückwunsch allen, die gewonnen haben, aber auch allen, die heute hier dabei gewesen sind. Herzliche Gratulation allen Nominierten, muss man sagen, weil auch die Zweit- und Drittplatzierten tolle Leistungen aufzubieten haben, aber eine besondere Gratulation den 4 Siegern. Der Countdown läuft. Wo in den letzten Wochen fleißig gehämmert, gesägt und gebohrt wurde, darf auch ein bisschen gefeiert werden. Die Dachgleichenfeier vom Hotel Mauernböck in Rottenbach.
bei uns hat sich sehr viel bewegt. Da war alles Mögliche los und es war wirklich eine gescheite Herausforderung. Und jetzt sind wir froh, dass wir so weit sind und dass wir heute endlich einmal was zum Feiern haben. Und ich sage einmal bei den ganzen Firmen ein herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön für die Unterstützung und dass sie uns so die Stellung gehalten haben, dass sie so da waren und dass sie so hinter dem Bau gestanden sind. Ich und meine Mama, wir haben sie immer gegenseitig sehr unterstützt. Wir waren immer da füreinander, wir haben das immer gemeinsam gemacht und es waren sicher nicht immer leicht, aber wir haben das ganz gut gemeistert. Denn neben der Bauphase war es auch wichtig, den Gastbetrieb für die Rottenbacher aufrechtzuerhalten. Eine zusätzliche Herausforderung. Das Gebäude besteht aus einem Altbau, der umgebaut wurde, und aus einem Neubau. Neubau ist an und für sich nicht so ein großes Thema oder interessantes Thema, weil Neubau alles vom Papier her weg passiert. Umbau ist sehr spannend. Ja. Wir haben drüben den bestehenden Trakt gehabt und den haben wir aufgestockt. Und das sind dann immer die Herausforderungen, was die Statik betrifft. Aufgrund der Dringlichkeit und dass schnell fertig wird, haben wir gesagt, wir stellen die ganzen Ziegelwände aus Fertigteile auf. Meine Leistung war jetzt, mit dem Rohbau ist die abgeschlossen. Und fertig machen wird es dann der Eiselmeier Alois von der örtlichen Bauaufsicht. Ein Baumarathon seit April 2018 auf drei Ebenen mit rund 3500 Quadratmeter Nutzfläche bei Fertigstellung. Die Herausforderung war die, dass wir dann praktisch auf dem trotzdem etwas kleinen Grundstück das ganze Gebäude unterbringen mit den ganzen Nebenflächen, was wir brauchen, Parkplätze, Entwässerung und so weiter. Und dass wir ein Gebäude schaffen, was auch in die Bauherren gefällt in erster Linie, dass eben ja, einfach nicht ganz so modernes, sondern ein bisschen eine traditionelle Bauweise wird. Nach dem modernen Standard bekommt auch dieses Objekt eine Wärmepumpenanlage und zwar eine Luft-Wasser-Heizungsanlage, sprich die Energie wird aus der Umwelt entnommen und auf ein höheres Temperaturniveau transferiert, welches hier dann in diesem Hause mit der Fußbodenheizung verwendet werden kann. Geplant sind 30 individuelle Fremdenzimmer, drei klimatisierte Seminarräume mit Platz bis zu 100 Personen. Hotel Mauernböck in Rottenbach eröffnet im Herbst 2019 für Sie. Das Projekt Ganz Gleich bringt Menschen mit gleicher Begeisterung zusammen. Ganz gleich, welche Voraussetzung der Mensch hat. Die Diözese Linz hat seit längerem die Möglichkeit, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Und wir verwenden einfach dieses Projektbudget für dieses spezielle Projekt Ganz Gleich. Und ich finde, dass das sehr gut passt und uns als Kirche gut ansteht, zu sagen, du gehörst dazu. Dieses Lebensqualitätsprojekt sozusagen ist es uns auch wert, dass es entsprechend unterstützt wird, um damit einen Mehrwert für die ganze Region zu gewinnen, weil das einfach selbstverständlich sein soll und es im Bewusstsein der Menschen verankert sein soll, Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft hereinzuholen, die vielleicht bisher etwas am Rande gestanden sind. Denn jeder kennt das Gefühl, nicht dazuzugehören, in irgendeiner Art und Weise, obwohl man ganz gleich ist. Mit dem Projekt Ganz Gleich kann das Vergangenheit werden. Es braucht am Anfang ganz viel Geduld auf jeden Fall und aber auch Vertrauen. Und ja, dann funktioniert es sehr gut, wenn man gegenseitig ein bisschen schaut, was macht diejenige gern. Und dann findet man so einen Mittelpunkt und das funktioniert dann. Wenn man solchen Leuten eine Mordsfreude machen kann und die nehmen das gerne an und das ist für einen selber und für den ganzen Vereinsmitglieder bei uns eine super Bereicherung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eine Win-Win-Situation ist. Unsere Mitarbeiter haben vom GEWAG extrem profitiert, weil es gesagt haben, der GEWAG ist ein Ruhepol, da ist ein Spaß dahinter und sie freuen sich, wenn sie mit einem auf ein Bier gehen können, sie freuen sich, wenn die Weihnachtsfeier und das Sommerfest kommt, weil mit dem GEWAG ist es einfach immer lustig. Dieses Projekt hat Pilotcharakter, es wird auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Also es ist ein sehr innovatives Projekt und einzigartig in Österreich. Und wir hoffen, dass wir zumindest 20 Projekte bis 2020 finden werden, die was da mitmachen. Bis dahin erwarten wir uns, dass einzelne Bereiche, Gruppen, Teile von der Gesellschaft, Vereine, Organisationen sagen, wir möchten uns das anschauen. Wie können wir einladender werden? Wie schaffen wir das, dass Menschen mit Behinderungen zum Beispiel auch bei uns gut Platz haben? Was müssen wir da verändern? Im Vordergrund steht bei diesem Projekt namens Ganz Gleich die Entwicklung der Gemeinschaft. Denn jeder ist es wert, gleich behandelt zu werden. Zur Übung.
Fertig. 4 Saugschläuche. Angesagt. Ja, wir sind jetzt bei der Brandeinsatzübung 3. Was passiert denn da? Ja, bei der Einsatzübung 3 müssen die Jugendlichen eine Saugleitung erstellen und mit der Saugleitung wird dann das Löschwasser von öffentlichen Gewässern entnommen. Ja, das Thema Mitgliederwerbung wird ja angesichts des Mitgliederschwundes bei der Freiwilligen Feuerwehr ja immer wichtiger. Wie sieht denn das im Bezirk Christkirchen aus? Zurzeit ist die Mitgliederstatistik noch recht standhaft. Wir haben bei den 68 Feuerwehren um die 6000 Mitglieder. Und wir sind aber natürlich auf der Suche immer noch Mitgliedern. Und gerade was Frauenanteil betrifft, haben wir noch sehr mager. Da haben wir erst bei 6% Frauenanteil. Und daher mein Aufruf an alle, die zwischen 8 und 65 Jahren sind, meldet euch beim örtlichen Feuerwehrkommandanten. Wir sind froh und dankbar über jede Mitgliedschaft. Ja, das war's hier aus St. Thomas. Wir drücken natürlich weiterhin fest die Daumen für die Jugendlichen, dass alle die Prüfung schaffen. Ja, und bei uns geht's natürlich weiter in der Sendung. Besuch aus Kirgisistan. Eine Mitarbeiterin des kirgisischen Unterrichtsministeriums besuchte das Borg in Christkirchen. Sie erhielt Einblick in das Unterrichtsprogramm. Flurreinigungsaktion Taufkirchen. Bei der Aktion Hui statt Pfui sammelten rund 120 Personen 39 Säcke Müll ein. Saubermachen in Galsbach. Bei der Flurreinigungsaktion sammelten Schüler, Vereine und Privatpersonen 1,5 Container Müll ein. Großer Empfang in Hinzenbach. Landeshauptmann Stelzer und Landesrat Achleitner gratulierten Michael Heiböck zur Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Junge Wirtschaft bei VTA. Unter dem Motto Leitbetriebe aus der Nähe kennenlernen besuchten 60 Mitglieder der JW Ried und Grieskirchen das Unternehmen in Rottenbach. Kirchenkonzert mit Emotionen. Die Marktkapelle Bad Schallerbach begeisterte mit dem Jugendorchester und dem Projektchor Eventus Musicus unter dem Motto Emotionen das zahlreiche Publikum. Schüler präsentieren erstes Frühlingsgemüse. Schüler der LWBFS Weizenkirchen ernteten im Beisein von Landesrat Max Hiegelsberger erste Salate und knackige Radieschen. Wunschkonzert in Pötting. Eröffnet wurde der Abend von den Bravi Kids, ehe der Musikverein das musikalische Zepter übernahm. Langjährigen Mitgliedern der Kapelle wurden Ehrenabzeichen verliehen. Reichlich affiger Nachwuchs im Zoo Schmieding. Neben einem süßen Löwenkopfäffchenbaby präsentierten auch die Katters und die Wollaffen stolz ihren Nachwuchs. Der Fleckviehzuchtverband im und Haus Ruckviertel steht seit 8. April 1894 mit seinen 2300 Mitgliedern für regionale Zuchtbetreuung und Vermarktung. Fleckvieh aus Ried in alle Welt. Das Rieder Fleckvieh wurde in 62 verschiedenen Ländern exportiert. Also wir sind wirklich auf der ganzen Welt tätig und wir haben sehr, sehr zufriedene Kunden, die was auch von uns nachbetreut werden und von uns immer wieder auch neu angesprochen werden, ob sie wieder Tiere benötigen. Das ist ja der Grund, warum wir international so eine rege Nachfrage wegen unserer Genetik haben, weil die Kühe leistungsbereit sind, aber trotzdem noch Fähigkeiten haben, wenn die Umwelt einmal ein bisschen schlechter ist, sie mit der Milchmenge ein bisschen zurückgehen und vor allem unsere Stärken sind in Gesundheits- und Vitalitätsmerkmal. Vergangenen Samstag feierte der Fleckviehzuchtverband sein 125-jähriges Bestehen. Rund 1300 Gäste folgten dieser Einladung. Also das ist ein Wahnsinn. Es sind Gäste da aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Italien, aus Spanien, aus Tschechien. Und das spricht einfach für unsere Organisation, wie wertvoll unsere Tiere der Bauerinnen und Bauern sind für die anderen Länder. Absolutes Highlight war der Besuch und die Festrede von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er betonte in seiner Ansprache einmal mehr die Wichtigkeit der Landwirtschaft in Österreich. Wir können froh sein in Österreich, dass wir nach wie vor eine starke familiengeführte Landwirtschaft haben. Als Konsumenten können wir dankbar sein für all die guten Produkte,
aber ganz generell macht das unser Land aus. Und insofern ein großes Danke für die Leistung, die da tagtäglich und das 365 Tage im Jahr erbracht wird. Vielen, vielen Dank dafür. Der FIH nutzte diese Veranstaltung auch, um verdiente Wegbegleiter für besondere Leistungen auszuzeichnen. Ich bin überwältigt und für mich ist dieser Preis ungefähr in Hollywood-Dimensionen gesprochen der Oscar fürs Lebenswerk. Abschluss und Höhepunkt war die Eliteversteigerung der Jungrinder. Ich wünsche mir persönlich, dass die Bäuerinnen und Bauern zufrieden sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Ertrag. Und ich wünsche natürlich, dass es noch die nächsten 125 Jahre gibt. Der Fleckviehzuchtverband in und Haus Ruckviertel. Ihr macht Mut zu handeln, auch für die nächsten 125 Jahre. Moser, Holz, Uttendorf. Auch heuer lädt der Wanderverein Wenk wieder zum Wander- und Radfest ein. Start ist beim Gasthaus Lengauer und stattfindet es am 27. April von 12 bis 15 Uhr und am 28. April von 7 bis 11.30 Uhr. Unter dem Motto Bella Italia lädt die ÖVP Asbach am Ostersonntag zum diesjährigen Frühlingsball ein. Bei einer Tombola gibt es tolle Preise wie einen Ferrari, einen Pizzaofen und vieles mehr zu gewinnen. Die Firma Pointner Rundholz GmbH. Aus dem einstigen Landwirtschaftsbetrieb entstand der Wunsch, die Hölzer aus dem eigenen Waldbestand zu veredeln. 1997 wurde das Unternehmen gegründet. Begonnen mit der Produktion von Blumentrögen und Schaukeln, wuchs das Unternehmen stetig. Die Produkte sind heute so vielfältig wie die Kundenwünsche selbst. Wir führen eine große Auswahl an Gartenmöbeln in unseren Ausstellungspavillon. Die massiven Sitzgarnituren aus Holz fertigen wir im eigenen Betrieb. Weiters führen wir Gartenhäuser, Kinderspielhäuser, Pavillons, Carports und diverse Sonderanfertigungen. Zum Beispiel diese Rundholzgarnitur oder die Eichengarnitur aus Kantholz. Das sind eigene entworfene Unikate. Passend dazu bietet die Firma Pointner Geflecht, Lounge- und Teakmöbel in erstklassiger Qualität. Ein großes Thema sind auch die Hochbeete. Bis zu 10 verschiedene Modelle, mit oder ohne Abdeckung, stehen dem Kunden her zur Auswahl. Gut etabliert hat sich die Firma Pointner mittlerweile im Spielplatzbau. Wir haben private und kommunale Spielgeräte, die in unserer Firma erzeugt werden, geliefert, montiert, je nach Auftragswunsch. Vorab werden Computerzeichnungen von unseren Firmenmeister gemacht, um alles anschaulich darzustellen. Nebenbei bieten wir auch für die Spielplätze die notwendigen Wartungsverträge an. Zusätzlich dazu gibt es bei Pointner auch den passenden Fallschutz aus Kunstrasen. Das Holz für die Produkte stammt größtenteils aus dem familieneigenen Wald. Die Besonderheit daran ist die Druckimprägnierung der Hölzer in Grün oder Braun. Der Vorteil ist, dass Kesseldruckimprägnierung der nachhaltigste Holzschutz ist, den es gibt und das auch dann wirklich eine Langlebigkeit hervorbringt. Die Firma betreut und beliefert Kunden in ganz Österreich. Ein Anliegen ist es aber, ein Nahversorger zu sein. Produkte aus der Region für die Region. Ich kann die Firma Pointner wirklich sehr, sehr weiterempfehlen und man, glaube ich, macht den Kindern und Familien Freude mit solchen Spielgeräten. Ich war vor vielen Jahren Bürgermeister in der Gemeinde St. Peter am Harz und da haben wir gemeinsam einen wunderschönen Spielplatz gestaltet, wo alle, die den Spielplatz besuchen, bestens zufrieden sind. Er macht Sachen, die nicht vor der Stange sind. Das ist wichtig, glaube ich, von daher. Er geht auf den Kunden ein und die Beratung ist mehr wie gut. Die Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig, weil wir uns freuen, wenn die Kinder strahlende Augen haben und auf unseren Spielgeräten sich tummeln und die Eltern ihren Feierabend auf unseren Sitzgarnituren genießen können. Die Firma Pointner Rundholz GmbH, Ihr Nahversorger für Beratung, Planung, Lieferung, Montage und Reparatur. Ausnahmezustand in der kleinen Gemeinde Eggerding. Kein geringerer als Bundeskanzler Sebastian Kurz kam zum diesjährigen Bezirksparteitag der ÖVP Scherding.
Mich freut sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Aber wenn der Bundeskanzler und der Landeshauptmann da sind, dann zieht das natürlich. Und wir haben uns entschieden für ein Frühschoppenformat, das einmal an einem Vormittag zu machen. Und wie man sieht, nehmen die Leute gerne an. August Wöginger ist nicht nur Parlamentarier mit Leib und Seele, auch als Bezirksparteiobmann von Schärding setzt er sich für ein gutes und harmonisches Miteinander ein. Und das auch grenzüberschreitend. Wir arbeiten mit Bayern seit Jahrzehnten sehr, sehr gut zusammen. Die Brücke in Wernstein ist ein symbolisches Zeichen sozusagen auch des Zusammenwirkens. Wir arbeiten aber auch über die Grenzräume hinweg zusammen in allen möglichen Gebieten, weil ein Fluss nicht trennen darf und wir sind alle bei der Europäischen Union und daher arbeiten wir gut zusammen. Die EU ist für Oberösterreich wichtig, wir sind ein Exportland, wir brauchen die Europäische Union und darum brauchen wir auch in der EU eine starke Vertretung. Mit der Angelika Winzig haben wir eine tolle Kandidatin, darum wollen wir sie auch ins Europaparlament bringen. Ja, für Oberösterreich ist es deshalb wichtig, weil jeder zweite Arbeitsplatz in Oberösterreich direkt oder indirekt vom Export kommt. Und zur Sicherung unserer Arbeitsplätze ist es natürlich auch wichtig, dass wir auf europäischer Ebene mitreden können. Und ich bitte alle, Sie mit der Vorzugsstimme auch zu unterstützen, damit wir mit der Angelika auch eine Vertreterin im Europäischen Parlament haben. 100% der Stimmen erhielt auch August Wöginger an diesem Tag. Er wurde erneut zum Bezirksparteiobmann der ÖVP Schärding gewählt. Er engagiert sich, er gibt nicht beim ersten Widerstand auf und vor allem er ist auch einer, der viel unterwegs ist und daher weiß, was die Menschen wollen, weiß, was los ist und der sich auch durchsetzen kann bis in die höchsten politischen Gremien in Wien und daher ist er eine ideale Besetzung. Der August Wöginger ist nicht nur ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen dem Innviertel und der Bundeshauptstadt, sondern er ist für mich einer der wichtigsten im Team der Volkspartei. Und ich weiß einfach, dass ihm die Region da irrsinnig viel bedeutet. Er ist ein verwurzelter und großartiger Bezirksparteiobmann. Wir werden weiterhin den Bezirk gut weiterentwickeln, ein liebenswerter und lebenswerter Bezirk bleiben. Und dann werden wir schauen, dass die Menschen im Bezirk Schärding sich wohlfühlen. Das ist uns von der ÖVP ein großes Anliegen. Moser, Holz, Uttendorf. Und jetzt gönne ich mir was richtig Gutes. Zu 100% von ausgewählten Bauern aus Österreich. 100% gentechnikfrei, aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ein Semmel mit Gourmet-Feinleberkäse, bitte. Bei Gourmet-Fein steht auf jeder Verpackung drauf, woher das Fleisch kommt. Und der echte Naturkrustenleberkäse, der wird nur nach traditionellem Handwerk hergestellt. Gourmet-Fein, auch für mich der beste Leberkäse Österreichs. Unter dem Motto Traudi lud die junge Wirtschaft Braunau am 4. April ins Veranstaltungszentrum Braunau ein. Manuel Horeth, bekannt als TV-Star, Mentalist und Bestsellerautor, begeisterte die Besucher mit seinem Vortrag Mentale Gesetze zum Erfolg. Kann man so sagen. Auf alle Fälle sind sie halt wirklich in Schärding gekommen, um sich einen Manuel Horeth anzuschauen. Und es ist wirklich faszinierend, was man da alles mit Mentaltraining alles bewirken kann. Und ich glaube, da kann sich heute jeder was mitnehmen von diesem Abend. Als Mentaltrainer betreut Manuel Horeth höchst erfolgreich immer wieder Profitrainer, Sportstars, Kampfmannschaften und hochrangige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, wie man mit mentalen Traininghürden im Alltag bewältigen kann. Das Ziel vor dem Start schon so zu kennen, ist glaube ich das Um und Auf. Das passiert im eigenen Kopf und das kann man nur selber und meistens stellt man sich auch nur selber im Weg und das muss man aus dem Weg räumen. Da geht es einfach, Dinge auszublenden, den Körper auf einen Ruhepuls wieder zu bringen und dann, dass man auch entsprechend also die Motivation hat und auch die Einteilung der Kraft, dass man wirklich noch eine Etappe einfach, die was man sich vorgenommen hat, entsprechend dann auch durchsetzt. Mentale Stärke ist gerade in der Wirtschaft ein Um und Auf. Als Unternehmer ist man es gewohnt, jeden Tag mit Höhen und Tiefen konfrontiert zu sein. Man steht nie in der Früh auf und weiß, heute ist nur ein Tag, wo es nur Höhen gibt. Aber ein Unternehmer ist dann erfolgreich, wenn man einmal mehr aufsteht, als was man hingefallen ist. Und genau dafür braucht man auch mentale Stärke natürlich und das haben wir auch heute gehört. Das ist sehr harte Steine, harte Arbeit. Aber es wird am Ende des Tages bei mir zumindest, oder ich glaube, dass es möglich ist, sehr gut belohnt.
Ein erfolgreicher und spannender Abend. Ich muss sagen, ich war fast sprachlos. Es waren fast 600 Teilnehmer bei einer Bezirksveranstaltung. Unglaublich. Das geht nur, wenn man ein geniales Team hat in Braunau. Der Bezirk ist extrem gut aufgestellt bei der jungen Wirtschaft. Die Wirtschaftskammer ist stark aufgestellt und deswegen waren wirklich sehr, sehr viele Teilnehmer heute da. Und damit auch ihr etwas mitnehmen könnt, gibt es ein paar Tipps und Tricks vom Profi. Man kann, wie die Spitzensportler auch, sich eine Routine zurechtlegen, so zwei, drei kleine Abläufe, die man vor schwierigen Momenten macht. Zum Beispiel nicht von einem stressigen Moment in den nächsten gehen, sondern zu sagen, stopp, ich mache jetzt eine Minute kurze Pause, setze mir den Kopfhörer auf, höre gute Musik, die mich total entspannt, mache die Augen zu, stelle mir einen schönen Moment vor des letzten Wochenendes oder von einem Urlaub. Eine Minute, reicht völlig. Gehirnfrequenz sinkt, Puls sinkt, ich bin wieder relaxed und dann gehe ich in den nächsten Moment rein. Tapezierer und Polsterer zeigten ihr Können. Geschick, Fachwissen und Kreativität stellten die Schüler der dritten Klasse der Tapezierer und Dekorateure bzw. der Polsterer der Berufsschule Ried im Innkreis beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb unter Beweis. Erster Höhnharter Bürgertreff. Zufällig ausgewählte und engagierte Bürger beschäftigten sich in Form eines Bürgerrates über die zukünftigen Herausforderungen der Gemeinde. Risikofaktor Krankheit in der Selbstständigkeit. Beim Business-Frühstück in der WKO Ried wurde dieses Thema diskutiert. Bei der Veranstaltung von Frau in der Wirtschaft ging es auch darum, solche Notfälle zu überbrücken. Die Aura von Geburtsorten. Ludwig Laher las in Scherding am Weltbuchtag aus seinem Buch »Wo nur die Wiege stand«. Ihr geht darin der Frage nach, was es für Orte bedeutet, im Besitz von Geburtsstätten berühmter oder berühmt-berüchtigter historischer Persönlichkeiten aus Politik, Kultur oder Wissenschaft zu sein. Kostenloser Sand in Scherding. Unter dem Hashtag Scherding und Du standen bei der Sandkistenaktion die Kinder im Mittelpunkt. Insgesamt wurden 25 Tonnen Sand verteilt. Erstes Weißbier aus Engelszell. Den Menschen aus der näheren Umgebung ist es zu verdanken, dass sich die Trappistenbrauerei als neue Sorte ein Weißbier ausgesucht hat. Die feinherbe Note ist bei diesem Bier etwas ausgeprägter als bei üblichen hellen Bieren. Vier Viertel Sommelier Battle. Vier der besten Sommeliers Oberösterreich traten in Scherding zum kulinarischen Wettkampf an. Am Ende hatte Timo Weisheidinger die Nase vorn und bringt das Innviertel in Führung. Ja, herzlich willkommen bei der Familie Schneiderbauer am Gewürzbauernhof Schneiderbauer hier in Lamprechten. Wir sind ein Gewürzbetrieb mit 7 Mitarbeitern, mittlerweile geführt in zweiter Generation, und wir laden euch ein, dass wir euch ein bisschen was über unseren Betrieb zeigen. Ja, da sind wir in der Verarbeitung herinnen, wo sämtliche Arbeitsschritte unserer Gewürze passieren, vom Mischen übers Abfüllen bis hin zum Etikettieren, das, wie man sieht, ja nur reine Handarbeit ist. Und ja, hinter mir gerade von unseren beiden Mitarbeiterinnen, die nur dazu aus dem eigenen Ort sind, gemacht wird. Da sind wir jetzt auf einem Kümmelfeld von uns. Man sieht, der Kümmel wächst auch jetzt im Frühjahr schon gut weg. Und ich hoffe, dass er heuer wieder einen guten Ertrag bringen wird. Wir haben letztes Jahr unser Gewürzkino eröffnet. Unsere Besucher erhalten wertvolle Informationen über unsere Arbeit. Wie wird aus den einzelnen Rohstoffen eine Gewürzmischung? Und ganz wichtig bei uns, alle unsere Produkte und Gewürzmischungen werden ohne Konservierungs- und ohne Geschmacksverstärker hergestellt. Ja, da sind wir jetzt im Rohstofflager, wo alle unsere Gewürze gelagert sind, die wir und unsere 31 Vertragsbauern im Sommer geerntet haben. Die werden sukzessive über das Jahr weiterverarbeitet, gehen in den Einzelhandel, in unsere Gewürzmischungen rein oder auch für den Großhandel, für Bäcker, Backmittelhersteller und die Lebensmittelindustrie. Ja, da sind wir jetzt in der Brotgewürzanlage, wo man sieht, wo Sack für Sack von den verschiedenen Brotgewürzzutaten wie ein Kümmel, ein Koriander, ein Fenchel und ein Anis eingeladen werden. Die werden einen Stock weiter oben vermahlen und kommen dann zum Schluss
eigentlich wieder runter als fertig geschottetes Brotgewürz. Unsere Gewürzmischungen gibt es in über 400 Einzelhandelsgeschäften in ganz Oberösterreich oder direkt bei uns im Hofladen von Montag bis Samstag. Eine neue Innovation, die wir bei uns im Hofladen anbieten, ist unser neues Gewürzbier, das wir gemeinsam mit der Riederbrauerei gemacht haben, was einen sehr interessanten Geschmack hat. Aber weitere Infos zu dem Ganzen findet ihr auf unserer Homepage unter www.schneiderbauer-gewürze.at. Bernhard und komisch. Unter diesem Titel rezitierte der Schauspieler Cornelius Obonia kürzlich im Schloss Zell an der Prahm Gedichte und Skurrilitäten von Robert Gernhardt. Robert Gernhardt war ein Humorist und seine Lyrik ist halt eine, die einfach so übers Leben geht und er punktgenau meines Erachtens so Lebenssituationen beschreibt, wie man sie kennt und das in einer sehr potenten Art und Weise. Veranstaltet wurde die Lesung mit Musik vom Club Sau Optimist Ried Inviertel in Zusammenarbeit mit dem LMS Kulturkreis. Heuer haben wir Gott sei Dank Cornelius Obonia gewinnen können. Das ist ganz toll für uns, dass er gekommen ist. Er hat nämlich gestern seinen 50. Geburtstag gefeiert und bekommt von uns eine Geburtstagstorte überreicht und natürlich vom ganzen Saal ein Geburtstagsständchen gesungen. Unterstützt wird der Herr Obonia heute bei dieser Veranstaltung von den österreichischen Salonisten. Das ist ein wunderbares Kammerensemble, das schon weltweit in den besten Häusern gespielt hat. Und wir sind froh, dass sie heute auch hier in Zell an der Prahm spielen. Den Reinerlös aus der Veranstaltung spenden die Sauroptimistinnen dieses Jahr an das Frauenhaus Inviertel. Also wir sind sehr dankbar, dass uns so diese Optimistinnen so unterstützen. Also der eine Teil ist, dass wir die Mütter unterstützen und zwar in Form von therapeutischen Angeboten und dann nur die Kinder unterstützen bis hin zu Dingen im Alltag, wenn sie sich aufgrund der Flucht das nicht mehr mitnehmen haben können. Besonders Kinder leiden unter der häuslichen Gewalt. Die Geschehnisse begleiten sie oft ein Leben lang. Wir sind da, um den Kindern den Rücken zu stärken, die Angst zu nehmen. Sie werden in keiner Situation allein lassen, was für sie befremdlich ist. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, durch körperliche Präsenz und unsere Anwesenheit, die Kindern die Angst zu nehmen, damit sie ohne Angst in dieser Welt leben können. Stresssituationen begegnen Schülern und Kindern ja auch im späteren Leben. Mit den Peers-Projekten wollen wir einfach schauen, dass Jugendliche wissen, wie sie mit Problemen umgehen und wollen sie einfach zu starken jungen Menschen heranziehen, die einfach auf gesunde Art und Weise mit den Problemen fertig werden. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen allen, die gekommen sind und uns unterstützt haben. Und ich freue mich natürlich sehr, dass das ein so gelungener Abend geworden ist. Ein Jahr Kunststeinmetz Pointner in Ried im Innkreis. Mit 33-jähriger Erfahrung auf 3 Standorten finden Sie auf rund 80 verschiedenen Friedhöfen Individuelles aus dem Hause Pointner. Natürlich sind Ihre Kunden in besten Händen. Standort Hofkirchen ist der Hauptstandort. Wöss ist meine Heimatstadt. Und Ried ist meine zweite Heimat geworden und das habe ich schätzen gelernt und das haben auch die ganzen Kunden bei mir wiedergespiegelt. So vielfältig die Stadt ist, so vielfältig sind die Leute. Und das passt irgendwo relativ gut zu unserem Konzept, weil wir für jeden irgendwas verkaufen wollen, entwerfen wollen, darstellen wollen. Also wir sind Gott sei Dank sehr gut aufgenommen worden, vom ersten Kunden bis zum jetzigen, dem was wir jetzt schon gehabt haben. Und jeder hat irgendwas Besonderes gesucht, was er sonst nirgendwo anders gefunden hat. Und wir sind spezialisiert eigentlich auf Sachen, wo wir überall Geschichten erzählen können. Und diese Geschichten von diesen Personen, die was gestorben sind, haben wir versucht, jedes Mal in den Grabstein mit einzubauen. Also dass eine Symbolik dahinter ist und eine Geschichte von dieser Person. Sowie auch eine Symbolik im Zeichen vom Schmetterling für tote ungeborene Kinder. Denn schon im alten Ägypten war der Schmetterling Symbol für Seele und Auferstehung. Die einzelnen Geschichten der Grabsteine entstehen individuell auf Augenhöhe mit den Kunden. Mein Mann ist eben vor einem Jahr verstorben und ich habe eine eigene Komposition habe ich mir ausgedacht und der Herr Pointner
hat man mit mir gemeinsam das haben wir dann entwickelt. Der Herr Pointner hat sich sehr gut um uns angenommen. Wir haben einen wunderschönen Store gefunden, haben den ausgesucht, der ist individuell angepasst worden und termingerecht geliefert und wir waren sehr zufrieden. Deshalb sind wir heute da. Beim Steinmetz Pointner finden Sie moderne Grabsteine, die zum Beispiel einen Lebenslauf von der Geburt bis hin zum Tod und zur Auferstehung spiegeln. Klassische Natursteine, interessante Urnengräber kombiniert mit Lichtsäulen. Firma Pointner bündelt ihr Leid mit ihrer Geschichte zu einem individuellen Grabstein mit Herz und Stil. Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich.